Hallo und willkommen bei die Autotester. Ich mache heute das erste Mal ein Ladevideo und zwar mit meinem aktuellen Testwagen, einem Kia e-Soul und zwar mit dem 64 Kilowattstunden großen Akku an Bord und dem 150 kW starken Motor. Und ich schaue mir jetzt mal an, wie lange braucht der eigentlich wirklich, wenn ich ihn leer fahre und komplett volllade und vor allen Dingen, wie kriege ich eigentlich die Zeit rum? So, hallo, das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier ein Ladevideo mache und zwar mit dem Kia e-Soul in diesem Fall. Es geht hier darum, wir haben bei unserem Auto eine 64 Kilowattstunden große Batterie und laut Hersteller soll dieses Fahrzeug diese Batterie laden in nur 54 Minuten an einem 80 kW Lader. Denn maximale Ladeleistung des Schnellladesystems hier oder die Aufnahmeleistung sind 80 Kilowatt. Und jetzt schauen wir doch mal, ob das klappt oder nicht. Dafür muss ich aber von meinem Fahrzeug hier erstmal den Akku ein bisschen leer machen, denn der hat noch 70 Kilometer Restreichweite bzw. 20% Restladung und deswegen fahre ich hier auch gerade das Auto im Sportmodus. Wenn ihr euch ein bisschen mehr zum Thema Kia e-Soul anschauen wollt und zwar zum Fahren, Ausstattung, Preise und so weiter und so fort, dann schaut doch bitte einfach in meinen Testbericht rein, den findet ihr bei die Autotester, genau wie dieses Video auch. Und da gibt es dann die Informationen, so haben wir einen 100-Kilometer-Test gemacht. Das heißt, wir haben geguckt, was braucht er auf 100 Kilometern. Das ist so ein bisschen der rote Faden in der Geschichte. Und währenddessen gibt es halt Informationen zum Platzangebot, zu den Ausstattungen, zu den Preisen, zum Fahrverhalten und so weiter und so fort. Also jeder, der da Interesse daran hat, da findet ihr alles zum Thema Kia e-Soul. Was mich ja bei diesem Video jetzt interessieren würde, ist, gefällt euch sowas eigentlich? Ist das sowas, was interessant ist, was Spaß macht? Ist das was, was sinnvoll ist? Und da sagt ihr, Lars, lass den Quatsch sein, braucht kein Mensch, ist Zeitverschwendung. Würde mich echt interessieren. Denn ich finde es schon spannend zu sehen, wie verhält sich eigentlich so ein Elektroauto, wenn ich es laden will. Denn die Angaben vom Hersteller sind häufig sehr pauschal. So wie hier zum Beispiel, da heißt es, an der Haushaltssteckdose dauert es 29 Stunden von 0 auf 100%. Unabhängig davon, dass kaum einer Zeit hat, 29 Stunden zu warten, außer selbst bei Corona schwierig, aber egal. Ist es einfach so, dass es ein Pauschalwert. Das heißt, er sagt mir gar nichts darüber, wie sieht denn diese Ladekurve eigentlich aus? Lädt er am Anfang genauso schnell wie am Ende? Sind die ersten 10% genauso flott voll wie die letzten 10? Oder sind da vielleicht massive Schwankungen drin? Das ist nicht nur bei jedem Akku so, dass man sagt, okay, natürlich lädt er am Ende langsamer, weil das ist, ne, so das letzte bisschen reindrücken dauert. Es ist trotzdem bei jedem Fahrzeug wieder anders. Und es gibt eben Fahrzeuge, die in bestimmten Phasen des Ladens sehr gut sind. Und es gibt andere, die sind in diesen Phasen sehr schlecht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal aus, ob das ein Videoformat ist, das interessiert oder nicht interessiert. Ich habe das bei Kollegen schon gesehen, die haben das gemacht, da kam es an. Ich bin mir aber gar nicht sicher, weil ich bin jetzt nicht der 100% Elektromensch. Ich bin jemand, der gerne Elektrofahrzeuge fährt, der immer mehr davon fährt, weil immer mehr auf den Markt kommen. Aber der sich nicht nur darauf spezialisieren möchte. Und deswegen suche ich halt tatsächlich nach Möglichkeiten, um euch da draußen das zu zeigen, was ihr tatsächlich sehen wollt. Und wenn ihr sagt, beim Elektroauto interessiert uns neben dem normalen Fahren und den normalen Informationen, die wir bei jedem Autotest erwarten oder bei jeder Fahrzeugvorstellung erwarten, noch vieles mehr und zwar deutlich detaillierter oder deutlich aussagekräftiger, dann ist es natürlich gut, sowas zu wissen und dann kann man darauf reagieren. Genau das will ich jetzt hiermit einfach mal ausprobieren. Ich fahre jetzt mit dem Wagen ein bisschen zügiger im Sportmodus, um diesen Akku zu leeren und werde mich dann gleich, ich hoffe, so mit vielleicht 5% oder so an die Ladesäule begeben, einfach um mal zu schauen, wie lange dauert es eigentlich wirklich, wenn ich den anklemme. Ich werde nicht bei Null anfangen, das Risiko ist mir tatsächlich zu groß, denn mit der Kiste jetzt liegen zu bleiben in Zeiten von Corona, halte ich für eine selten blöde Idee, werde ich nicht machen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, das ist eine gute Möglichkeit, um mal zu zeigen, was geht eigentlich. Wichtig noch für euch, für alle, die es wissen wollen oder auch nicht, ansonsten spult einfach vor. Es ist aktuell Corona, das heißt Kontaktverbot, in Anführungszeichen Kontakteinschränkung, das tun wir. Den Beitrag hier drehe ich komplett alleine, hier ist kein Kameramann dabei, ich bin allein im Auto, ich drehe alleine draußen die Sachen. Die einzige Unterstützung, die ich eventuell erfahren werde, kommt, wenn überhaupt, bei mir aus der Familie. Das heißt, meine Frau und oder Tochter oder mein Sohn unterstützen mich eventuell, um reinzuhören, ob der Ton vernünftig ist, wenn ich vor der Kamera stehe draußen am Feld. Ansonsten ist das ein Video, das ich komplett alleine aufzeichne, einfach um auch niemanden zu gefährden. Wir wollen natürlich versuchen, dieses
dusselige Virus möglichst einzudämmen und ihm nicht auch noch die Gelegenheit zu geben, durch uns oder mich neue Opfer zu finden. Also ich fahre jetzt hier mal ein bisschen und dann schauen wir mal, wann ich denn an die Ladesäule darf. Im Übrigen, was auch noch ganz spannend ist, ist bei so einem Video mal zu schauen, wie kriege ich eigentlich meine Zeit rum, wenn ich da an der Ladesäule stehe. Ich habe noch gar keine Ahnung, was mich jetzt überhaupt erwartet. Ich weiß nur, dass ich auf die 54 Minuten, die Kia angibt, nicht vertrauen werde. Ich bin mal sehr gespannt, wie ich die Zeit rumbringe. Ich habe mir was mitgebracht, dass ich vielleicht ein bisschen arbeiten kann. Aber ich denke mal, da ich alleine bin, das kann auch ein bisschen langweilig werden. Das gucke ich mir dann später nochmal an. So, jetzt geht es für mich an die Ladesäule. Restreichweite aktuell 13 Kilometer, Akkustand 4%. Und ich bin glücklich, ich habe nämlich hier gerade einen leeren Lader vor mir. Das heißt, hier steht kein anderer, ich muss jetzt nicht warten. So, mal schauen. Also wie gesagt, 13 Kilometer Restreichweite, 4% Restakku, 64 Kilowattstunden gilt es zu laden. Bin mal sehr gespannt, wie lange das dauert. Aktuelle Uhrzeit, nicht vergessen. Wo haben wir sie denn? Zeigt der Mili gar nicht an. Doch, da 17.38 Uhr. Drückt mal die Daumen, dass es nicht so lange dauert. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, jetzt lädt unser Auto hier. Er sagt mir jetzt, verbleibende Ladezeit bis 100%, 1 Stunde 43. Ich stehe hier aber an einem Schnelllader. Und zwar an einem großen Schnelllader. Ich mache jetzt mal kurz das Display wieder an. Wir machen mal die Zündung an. Ich weiß aktuell nicht, warum er meckert. Achso, ich bin nicht angeschnallt, ne? Geht schon. Er zeigt jetzt schon 5% an, also niedriger Akkustand, klar, steigt jetzt. Er erzählt mir im Grunde genommen, wenn ich das möchte, wie viel Zeit ich in Angriff nehmen muss oder wie viel Zeit ich mir nehmen muss, damit das Auto voll wird. Und aktuell sagt er zu mir hier vorne, verbleibende Ladezeit 1 Stunde 42 Minuten von aktuell jetzt noch 6% auf 100%. Er zeigt mir ein Ladestrom an von 63 kW, also eine Ladeleistung, Entschuldigung, von 63 kW. Und er soll bis 80 können. Der Lader hier hat bis zu 300. Also der kann das. Das habe ich ausprobiert, das war mit anderen Autos. Ich war hier an diesem System schon mit einem Audi e-tron, der ging über 100. Also von daher wäre es möglich. Aber im Moment, jetzt haben wir 7%, 1 Stunde 42. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange das dauert. Eine andere Geschichte, die ich hier gerade hatte, die mir nicht so gut gefallen hat, ist, ich habe Probleme gehabt, den Wagen ans Laden zu kriegen. Denn ich habe hier die Verbindung gehabt, irgendwie ob der nicht richtig verschlossen war, nicht richtig aufgeschlossen war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich die Ladesäule permanent abgebrochen. Jetzt habe ich das Auto gleich nochmal komplett zugeschlossen, nochmal komplett aufgeschlossen, nochmal neu gestartet und jetzt, siehe da, funktioniert es. Das sind einfach auch Dinge, an die man sich gewöhnen muss, denke ich. Also A, natürlich, das ist nicht mein Auto. Das heißt, ich bin nicht so mit dem Wagen verwachsen, dass ich jedes kleine Zipperlein sofort kenne und genau weiß, was der braucht. Dafür habe ich die Autos einfach immer eine zu kurze Zeit. Aber nichtsdestotrotz, wenn man so wie ich jetzt an der Ladesäule steht und sagt, ha, ich habe noch 4% Akku über und ich bin gefühlt eine halbe Stunde von zu Hause weg und die Ladesäule lädt nicht, ist im ersten Moment nicht unbedingt eine Sache, die viel Vertrauen schafft, wenn ich das mal so sagen darf. Mir ist klar, dass die Dinger funktionieren, mir ist auch die Technik dahinter klar. Aber im ersten Moment, das ist schon etwas, an das man sich gewöhnen muss. Wenn man seine Ladesäulen kennt, sag ich mal, und sein Auto kennt, dann weiß man sicherlich, kennt man sicherlich jede Eventualität. Aber darauf einfach mal auf einstellen und vielleicht auch nicht beim ersten Mal laden direkt mit einem leeren Auto an die Ladestation fahren, sondern vielleicht einfach mal so zwischendurch mal laden. Das übrigens ist etwas, was die Autos immer empfehlen. Also es macht nie Sinn, wenn ich effizient unterwegs sein will, den Wagen voll zu füllen und leer zu fahren. Das ist eine Geschichte, da werden, glaube ich, viele, die bisher Benziner gefahren sind, umlernen müssen. Denn das macht bei diesen Autos tatsächlich keinen Sinn. Die haben einfach ihren optimalen Bereich, wo ich eben sehr schnell nachladen kann, wo der Akku auch vernünftig funktioniert. Und ich will das von meiner Seite aus mal sagen, wenn ihr euch zwischen 20% und 80% bewegt, seid ihr gut unterwegs und ähnlich wird euch das Auto das auch vorgeben. Also wenn ihr eine Route plant und der Wagen für euch automatische Stops einplant, dann wird er so planen, dass ihr nie, ich sag mal, böse unter die 20% kommt und ihr werdet auch nie 100% aufladen. Ihr werdet immer in diesem Bereich irgendwo bleiben, weil da eben das Ganze am schnellsten geht. Und das kann man jetzt hier auch schon sehen. Das ist jetzt bei einer Stunde 39, ist jetzt aber schon wieder bei 11%.
Also ich könnte jetzt schon wieder entspannt weiterfahren, denn ich habe schon wieder eine Reichweite von 38 Kilometern. Das geht tatsächlich jetzt hier relativ schnell, aber 1,39 ist natürlich auch schon eine Ansage, ne? Wenn man sagt, ich soll von 0 auf 80% sein in 54 Minuten, dann ist das schon eine Nummer hier. Also dann, wir sind jetzt noch nicht so lange dabei und ich mache zwischendurch hier mal auf dem Handy, übrigens auf der App, das geht ganz gut, zeige ich euch jetzt, mache ich einen Screenshot, denn hier habe ich meinen Ladestatus oder auch nicht und den blende ich euch zwischendurch mal wieder ein und dann könnt ihr sehen, wie gerade aktuell mein Fahrzeug hier funktioniert und was ich gerade für eine Ladeleistung habe und so weiter und so fort, damit wir nicht nur das Bild von hier vorne haben, sondern auch noch dieses, die App hier von der, ich glaube EnBW ist das in dem Fall, die mir genau zeigt, wie gerade der Ladestand meines Autos ist. Da habt ihr eben mal den Lademonitor, der zeigt mir hier aktuell an, rund 64 kW, mit denen er hier reindrückt. Und das ist tatsächlich eine Sache, so kann ich das in Ruhe auch von unterwegs, wenn ich jetzt das Auto verlasse, weiterhin monitoren und sagen, okay, das ist etwas, das will ich wissen, das will ich mir mal kurz als Update holen, dann weiß ich immer ganz genau, wie weit mein Auto gerade ist. Ein wichtiger Punkt beim Elektroautofahren und Elektroautoladen ist, dass man im Gegensatz zu einem Benziner oder Diesel oder selbst Erdgasfahrzeug eher mal drüber nachdenken sollte, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit oder wann lade ich, wann fülle ich auf. Beim Benziner oder Diesel kennen wir das, aber im Erdgasfahrzeug ist es tatsächlich ähnlich. Ich fahre an die Tankstelle, bin 5 Minuten später wieder da weg. Es sei denn, das ist gerade voll, aber normal, das Tanken selber dauert, böse gesagt, vielleicht 3 Minuten. Das ist hier völlig anders. Hier kann es eben, wie man gerade sieht, wenn ich voll tanken will, auch mal 1,5 Stunden oder länger dauern. Und ich habe auch nicht immer eine Ladestation wie die hier mit 300 kW. Ich habe viele 50er, viele 20er, die ja irgendwo rumstehen, aber eine 300 kW Lader ist vielleicht nicht unbedingt überall zu haben. Und ich denke, das hat ein bisschen was mit so einem Time-Management zu tun. Das mag sich jetzt unflexibel anhören, aber ich habe jetzt schon ein paar Mal ein Elektrofahrzeug als Tester gehabt, auch für dann ein paar Tage mehr. Und das entschleunigt irgendwo auch. Also ich habe es zum Beispiel gehabt mit einem Auto, das ich, einer der ersten, da habe ich dann immer bei uns in der Stadt geladen und direkt um die Ecke war ein Eiscafé. Ja, ich weiß, man sieht es. Aber nein, ganz im Ernst. Ich habe die Zeit einfach genutzt, um in Ruhe zum Beispiel ein Cappuccino zu trinken, mal runterzukommen, mal ein Telefonat zu führen, das ich viel zu lange aufgeschoben habe, einfach mal in Ruhe zu telefonieren, weil ich wusste, ich kann jetzt sowieso nichts anderes machen. Ich komme hier nicht weg, ich will auch gerade gar nicht weg und ich nutze die Zeit, um wirklich mal aktiv, um etwas zu tun, was mir vielleicht in dem Moment wichtig ist oder wo ich einfach mal einen Moment Ruhe für brauche. Oder man geht eben während der Zeit einkaufen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich gleich noch machen werde, weil ich muss diese Zeit irgendwie rumkriegen. Meine Frau hat angerufen, kannst du uns noch was mitbringen? Die braucht noch irgendwas. Was habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen, aber ich frage gleich nochmal nach. Und das kann man eben auch machen. Man kann die Zeit wirklich sehr gut nutzen. Ich habe mir meinen Laptop mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, ich habe noch so ein paar Sachen, die ich vorbereiten möchte für einen der Beiträge, die jetzt gerade anstehen. Und das ist so eine konzeptionelle Geschichte. Und hier drin ist es ruhig. Ja, ihr lacht, aber bei mir ist gerade Corona. Das heißt, ich habe zu Hause 2 Kinder, einen Hund und eine Ehefrau, die durchs Haus touren und die furchtbar gelangweilt sind, obwohl heute hier das erste Mal wieder Fernunterricht angefangen hat in Bayern. Aber die sind tatsächlich hier und da ein bisschen anstrengend. Und hier im Auto ist gerade richtig schön ruhig. Und dann nutze ich doch die Zeit, schnapp mir meinen Laptop, setze mich wahrscheinlich auf den Beifahrersitz oder nach hinten, weiß ich noch nicht, und arbeite einfach mal einen Moment. Das, denke ich, ist auch eine Geschichte, die man machen kann. Also es gibt viele Sachen, die man, wo man das Laden quasi nutzen kann, aktiv nutzen kann. Ansonsten, was ich eben auch festgestellt habe, wenn ihr unterwegs seid und das Auto abstellt, zum Beispiel abends bei mir Hotel oder auch zu Hause, hängt es ans Ladegerät. Selbst wenn ihr zu Hause nur 220 Volt habt, der lädt über Nacht nach. Bei dem hier wissen wir, der braucht rund, ich glaube, knapp unter 30 Stunden. Ich glaube, 29 sind es für eine volle Aufladung der Batterie von 0 auf 100. Wenn ihr aber sagt, der hängt nachts eben mal 7, 8, 9, 10 Stunden oder länger, je nachdem, wann ihr nach Hause kommt, wann ihr los wollt, an den 220 Volt, habt ihr trotzdem was nachgeladen. Das sind ruckzuck mal 40, 50, 60 Kilometer, die ihr fahren könnt damit. Oder eben, wenn man einkaufen fährt, sucht euch einen Parkplatz in der Nähe von Ladestationen. Es gibt viele Einkaufszentren, das sehen wir selbst bei uns hier auf dem Dorf, wo man eben Ladesäulen hat, wo man das Auto mal eben für eine halbe Stunde dranhängen kann, wenn man einkauft. Und wenn man das so ein bisschen in seinen Ablauf mit einbaut, dann
fallen diese klassischen Ladevorgänge von 0 auf X oder von 20 auf 80 eigentlich weg. Das passiert dann nur noch, wenn ihr sagt, ihr fahrt längere Strecken und müsst eben planen und sagen, okay, ich fahre jetzt von, keine Ahnung, Nürnberg nach Hamburg oder so oder nach Berlin, völlig wurscht. Dann müsst ihr natürlich gucken, wie fahre ich die Route und wie muss das Management sein. Ich meine, bei dem hier, der hat eine Reichweite von über 400 Kilometern, die angegeben sind. Der hat eine Reichweite, die er sicherlich macht, von 350 Kilometern. Und wenn ihr zwischendurch mal eine Pause macht, was gar nicht schadet, und mal eine halbe Stunde irgendwo steht oder was essen geht, mittags zum Beispiel, dann habt ihr an dieser Dreiviertelstunde, Stunde den Wagen mehr oder weniger vollgeladen, wenn er nicht vorher komplett leer war. Das habe ich mit der Reise beim e-tron zum Beispiel gemacht. Könnt ihr euch auch anschauen, das Video, da könnt ihr das genau sehen. Zwischendurch angehalten, eben eine Kleinigkeit essen gegangen, passt. Wichtig ist allerdings, das ist ein Punkt, der mich bei dem Thema so ein bisschen zwiegespalten sein lässt. Ihr habt halt auch immer das Problem, ist eigentlich in der Nähe der Ladesäule was, wo ich was machen kann. Bei mir jetzt hier zum Beispiel, eigentlich super, ich kann hier die Straße runter, kann einkaufen gehen. Werde ich gleich, wie gesagt, noch tun müssen. Für mich eigentlich super, weil ich seit dem Frühstück heute Morgen nichts mehr gehabt habe. Direkt da gibt es dieses Schnell-Fastfood-Ding mit dem großen M oder sagen wir mit den beiden geschwungenen Bögen. Ich hätte jetzt richtig Bock drauf, klappt aber nicht, weil die haben dann Corona das Ladenlokal zu, nur den Autoschalter an und mich da zu Fuß stellen tue ich nicht. Und mit dem Auto wegfahren geht jetzt auch nicht. Das heißt, ich muss gleich mal schauen, ob ich vielleicht irgendwo da unten noch einen Bockwurst kriege oder so. Völlig egal. Aber auch das, das ist so das, wo man so ein bisschen drauf gucken muss. Wenn ihr eine Route plant und wollt laden oder wenn ihr eben unterwegs seid, denkt dran, wenn ihr im Auto, so wie ich jetzt, noch eine Stunde 30 sitzen sollt, komisch, irgendwie wird die Zeit nicht weniger, dann müsst ihr die Zeit irgendwie rumkriegen. Und das ist dann schon einfacher, wenn was in der Nähe ist, womit man sich beschäftigen kann. So, und ich sage jetzt mal, ich blende mich jetzt mal kurz aus, mach mal das, was meine Frau mir gesagt hat, nachdem ich rausgefunden habe, was das war, und melde mich dann wieder. So, ich versuche jetzt mal was Neues, nämlich bei McDonald's was zu bestellen, am McDrive. Kommen Sie vorne bitte. Vorne. Kommen Sie vorne bitte, sagt er. Gehen wir doch mal vorne. Am McDrive was zu bestellen, obwohl ich kein Auto dabei habe. Und gucken, ob das geht. Im Moment laufe ich hinter den Autos her. Hinter mir kommt noch eins, glaube ich. Da irgendwo steht einer. Vor mir steht auch einer. Habe ich so noch nicht gemacht. Das erste Mal, was Neues. Gucken, ob es klappt. Hallo, mein Auto steht da oben zum Laden. Ich brauche, deswegen habe ich kein Auto. Ich hätte gerne was zu essen bestellt. So, jetzt habe ich bestellt. Jetzt muss ich noch ein bisschen warten, bis ich was kriege. Ich stehe hier wieder zwischen den Autos. Hinter mir eins, mehrere, vor mir mehrere. Dauert jetzt ein bisschen. Danke. Wieder was dazugelernt. Man kann zu McDonald's ins McDrive gehen ohne Auto. Das funktioniert. Das nur während Corona klappt, weiß ich nicht, aber heute hat es funktioniert. Dass das geht, hätte ich nicht gedacht, dass ich ohne Auto zu McDonald's ans Drive-In gehe und wie ein Auto in der Schlange stehe und kann tatsächlich was bestellen und abholen. Hut ab, Leute, für die Corona-Krise seid ihr definitiv gewappnet. Hätte ich so nicht erwartet. Ja, das ist jetzt eindeutig für mich ganz klar der Punkt, wo ich sage, danke. Denn jetzt weiß ich, was ich die nächsten so eine Stunde, neun Minuten zumindest für den Anfang tun kann. Ich will jetzt erstmal was essen. Übrigens noch mal ganz kurz, wir haben jetzt hier mittlerweile 60% geladen. Er lädt jetzt hier, wenn ich mich richtig lese, mit 56 kW. Wie gesagt, jetzt schon über 60% finde ich persönlich ganz ordentlich. Denn da sieht man, man kann schon mal eben was nachladen und kriegt die Zeit rum. Und eingekauft habe ich übrigens auch. Ich sage euch nicht was. Wir machen Folgendes. Schöne kleine Geschichte nebenbei. Wenn ihr derjenige, der darauf kommt, was ich für meine Frau gekauft habe, der kriegt von mir, also ich habe noch Shirts, glaube ich, von Seat und Cappies. Oder von einer anderen Marke. Kia muss ich nachschauen, aber der kriegt von mir ein Cappy geschickt und kriegt von mir ein Poloshirt oder sowas geschickt von irgendeinem unserer Hersteller, mit dem wir viel machen. Verspreche ich. Also wer auch immer drauf kommt, der kriegt von mir definitiv was zugeschickt, wenn er mir die Adresse danach zukommen lässt. Ich bin mal sehr gespannt. Das ist was, wo ich sagen würde, das ist typisch für eine Frau, eher weniger für einen Kerl. Ist nicht wirklich teuer. Und kann man mit entspannen. Mehr Tipps gibt es nicht. Bin mal gespannt, wer drauf kommt. Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Jetzt sage ich von meiner Seite aus erstmal guten Appetit.
So wie man jetzt sehen kann, wir sind nicht mehr weit weg von den 80%. Und die Ladeleistung geht jetzt schon runter. Wir sind jetzt noch bei 37 kW, also weit weg von den über 50, die wir hatten. Und aktuell sagt er mir noch 54 Minuten bis 100%. Wir sind aber schon bei 77. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Wenn ihr eben über die 80 wollt, also oder Richtung 80 und mehr, dann müsst ihr echt Zeit mitbringen, denn dann braucht die Kiste einfach lange. Wenn wir davon ausgehen, dass Kia sagt, ich habe in 54 Minuten von 0 auf 80 geladen, und wir sind ja relativ schnell, wir haben jetzt 18:39, also ich sag mal eine Stunde, in denen wir über den Daumen 73-74% geladen haben. Und jetzt sagt er mir für die letzten 22 nochmal 53 Minuten an. Und das ist genau der Punkt, wo es jetzt für mich heißt, Sitzfleisch beweisen. Gegessen habe ich jetzt, das nur so nebenbei erwähnt. Zu viel, definitiv, auch nicht gesund, mache ich die Woche auch nicht nochmal. Und jetzt geht es für mich hier darum, die Zeit rumzukriegen, um zu schauen, wie lange es wirklich braucht, bis die Kiste hier auf 100% ist. Bin mal sehr gespannt, ob ich hier tatsächlich noch um die 50 Minuten sitzen darf. Ich gucke immer mal wieder zwischendurch, was so passiert, und halte euch auf dem Laufenden. Aktuelle Ladeleistung, 25 kW. Sieht nicht gut aus. Immer wieder gut, wenn man über das Handy einen Hotspot hat und kann damit den Laptop auch mit dem Internet verbinden. Und jetzt werde ich einfach mal die Zeit hier im Auto aktiv nutzen, wie gesagt, und mal ein bisschen arbeiten. So, jetzt sind wir bei 88% und das System zeigt noch 36 Minuten. Der Ladestrom ist immer noch ähnlich, 25 kW. Aber es kann euch noch ein bisschen ziehen. Ich glaube, ich muss dann mal ein bisschen Film gucken oder so. Das ist ja schön, im Auto kann ich ja Netflix schauen. Auch wieder etwas, zu dem ich normal viel zu selten komme. Und das kann man ja dann hier machen. Auch eine Möglichkeit, die Zeit rumzukriegen. Also wie gesagt, immer besser irgendwas vornehmen, was Sinn macht. Ich könnte mich jetzt noch an die Arbeit geben, aber wir haben mittlerweile eine Uhrzeit erreicht, wo ich denke, das muss jetzt nicht sein. Ich bin mal gespannt, was meine Frau sagt, wenn ich heute nach Hause komme. Also sie müsste eigentlich gut drauf sein. Ich bringe ja mit, was sie haben will. Ne? Von daher sollte sie vielleicht gnädig sein, dass ihr völlig durchgeknallter Mann sich hier abends an der Tanke stellt, neben der Ladesäule, um zu gucken, wie lange braucht so ein Kia eigentlich, um vollzuladen. Dabei nochmal die Erinnerung an das Gewinnspiel, wenn wir es denn so nennen wollen, oder an die Verlosung. Wenn ihr erratet, was ich meiner Frau mitbringe, gibt es von mir für den, der damit zuerst um die Ecke kommt, auf jeden Fall ein Präsent. So, die Ladung läuft jetzt hier seit ungefähr einer Stunde 18, glaube ich, sind es nicht ganz eine Stunde 20 Minuten. Wir sind jetzt hier bei 93% und die Ladeleistung, die geht runter, wir sind jetzt nur noch bei 17 kW. Und das ist genau wieder das, was ich gesagt habe, zum Ende hin wird es anstrengend. Und kann man hier auch nochmal sehen, ich habe jetzt hier nochmal eine Gegenschusskamera aufgestellt, dass man einfach mal reinschaut, wie sieht es eigentlich hier aus. Da haben wir den Ladevorgang und er sagt jetzt eben, ich kann jetzt hier sagen, was ich maximal, er sagt jetzt hier eben noch aktuell 25 Minuten, die das Ganze brauchen soll, bis wir ja einen vollen Akku haben. Bin mal sehr gespannt, ob er das schafft. Dann sind wir aber immer noch deutlich über die Zeit, die man natürlich für die 80% braucht. Und wie gesagt, die letzten 20% sind das, was einem hier das Genick, ganz klar das Genick bricht. Ich wollte jetzt hier noch mal reinschauen in das Thema Menü hier im Kia e-Niro, denn ich finde diese Zusätze hier ganz gut. Wenn ihr euch das Home-Menü anschaut, da habt ihr im Endeffekt einen dreigeteilten Bildschirm. Der hat hier ab der zweiten Ausstattungslinie übrigens ein 10,25 Zoll großen Touchscreen in der Mitte. Der hat einen Homescreen, der ist dreigeteilt. Ich habe jetzt hier bei mir links die Karte, in der Mitte Apple CarPlay und rechts das Thema Elektromobilität. Kann entweder über das Berühren hier oder aktuell über die Sterntaste hier, das ist praktisch der Favorit, oder über die Direkt-EV-Taste in dieses Menü gehen und kriegt da so die wichtigsten Infos, die ich eigentlich brauche. Zum einen habe ich hier einen sehr schön dargestellt in Form eines Kreises. Wie sieht der Radius aus um mich herum, den ich erreichen würde mit meiner aktuellen Ladung? Finde ich eine Sache, die nicht unpraktisch ist, weil es einfach so ein bisschen so die Distanzen mal aufzeigt, wohin komme ich eigentlich. Und hier kann man eben sehen, ich könnte quasi jetzt sagen, ich fahre nach Wien.
Und das finde ich für so ein Elektrofahrzeug irgendwie schon cool. Man sagt, okay, oh, kann man eben ohne zu tanken, also ohne nachzuladen, nach Wien fahren. Theoretisch möglich. Oder Prag, gut, das ist jetzt von hier nicht ganz so weit weg. Aber es ist schon so, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie groß ist die Reichweite eigentlich wirklich. Dann habe ich hier, wie gesagt, rechts den Ladevorgang. Da sehe ich normalerweise, ja, wie ihr jetzt schon sagt, die Sachen sind nur während das Fahrzeug läuft aktiv. Hier sehe ich auch, wie lange braucht er mit welchem Lader für das Aufladen des Akkus. Das kann ich quasi während der Fahrt sehen. Damit ich so ein bisschen die Idee kriege, wie sieht es eigentlich tatsächlich aus, wenn ich jetzt laden gehe, wie lange brauche ich dann wo. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Das hier, das wollen wir nicht machen. Und ich habe hier noch die Möglichkeit, das Lademanagement anzuschalten. Das heißt, ich kann sagen, wann soll er anfangen zu laden? Soll er das Auto eventuell vortemperieren? Das kann ich übrigens bei dem Kia auch machen über eine App. Die App gibt mir neben der Möglichkeit, eben Fahrzeugstatus und Batteriestatus und sowas anzuschalten, auch die Möglichkeit, eben so einen Fernstart zum Beispiel zu planen oder zu machen vom der Klimaanlage, sodass das Auto nicht ganz so heiß ist und nicht ganz so kalt ist. Ich kann auch Batterie zum Beispiel im Winter vorwärmen lassen, damit die Ladeleistung besser wird und so weiter und so fort, weil die Kapazität steigt. Dann habt ihr hier einen Eco-Fahrbetrieb, wo es so ein bisschen Informationen dazu gibt, wie es eigentlich darum aussieht. Und ihr könnt die Einstellung auch nochmal machen. Also hier zum Beispiel Wintermodus, da gibt es eine separate Geschichte. Dann kann ich die Warnung einstellen, ob ich eine sehen will oder nicht, bei niedrigem Ladestatus. Und ich kann auch sagen, ob ich diese sogenannte EV-Route, ob ich mir die anzeigen lassen will. Das heißt, er zeigt mir in der Route einfach meinen Wegpunkt an, um auch zu visualisieren, wo sollte ich was machen. Also zum Beispiel, wo sollte ich nachladen. Finde ich persönlich eine ganz, ganz praktische und ganz ordentliche Geschichte. Ansonsten habe ich hier natürlich im Navigationssystem die Möglichkeit, mir, wenn ich mir einen neuen Navigationspunkt suche, jetzt sage ich, möchte einen neuen eine neue Adresse haben, komm her, möchte laden zum Beispiel, dann kann ich ihm eben sagen, okay, ja, ich möchte laden, such mir etwas in der Umgebung, hier bei Ladestationen, such mir etwas in der Umgebung, wo ich gerade stehe, oder such mir etwas in der Umgebung meines Ziels, oder such mir etwas an meiner Route gelegen ist. Und das macht er auch sehr ordentlich, macht er sehr vernünftig. Was ich hier gerne noch machen würde, das habe ich noch nicht rausgefunden, ist, ich würde eigentlich gerne sagen, okay, sortiere mir die ganzen AC-Lader raus, ich will nur DC sehen, weil ich einen Schnelllader haben will, wenn ich unterwegs bin. Ich will keinen normalen AC-Lader haben, das dauert alles viel zu lange. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich weiß, ob das geht. Falls ihr das wisst, wäre ich da dankbar für einen Tipp. Gerne in die Kommentare schreiben, denn das ist sicherlich für andere auch interessant. Kann ich hier eigentlich wählen? Zeig mir nur das oder zeig mir nur das? Oder muss ich alles nehmen, was kommt? Denn das ist tatsächlich dann schon relativ viel. Das auch mal so als kurzen Überblick dazu, was das System hier im Moment zumindest den, sag mal, Elektrofahrern noch für zusätzliche Möglichkeiten bietet. So, jetzt sind wir bei 95%, 21 Minuten, die ich noch rumkriegen muss. Und ich denke, das schaffen wir noch. Jetzt habe ich aber hier schon eine angezeigte Reichweite von 348 Kilometern. Und ganz klar ist, und das wird auch sicherlich noch eine Zeit so bleiben, bis sich die Batterien wirklich massiv verändern oder die Ladeströme so hoch werden, dass wir uns schlecht wird. Wenn ihr mit dem Elektroauto eine Langstrecke fahren wollt, und das werde ich auch noch mal wieder ausprobieren, und ihr müsst zwischendurch wirklich ein- oder zweimal nachladen, dann müsst ihr einen Schnelllader finden, dann müsst ihr ein Auto haben, das das zulässt und die Schnelllader müssen frei sein und ihr müsst halt immer jeweils eine Stunde kalkulieren. Denn wenn ihr sagt, ihr wollt 800 Kilometer fahren, der Wagen hat halt nur reell 300, dann müsst ihr zweimal nachladen und zwar richtig nachladen und dann dauert das mal mindestens eine Stunde. Aber wie wir hier auch gesehen haben, ich habe halt in dieser ersten Stunde wirklich massiv dazugepackt. Also ich habe wirklich fast diese 80%, würde ich mal sagen, rund geschafft. Und das ist, finde ich, ein guter Wert, dass ich sage, okay, ich kann realistisch diese 80% Ladung in ungefähr einer Stunde nachfüllen. Denn damit habe ich eine Reichweite, die ist schon ganz ansehnlich bei den modernen Elektrofahrzeugen. Was mich übrigens noch interessieren würde, jetzt, wo ich dieses Laden hier mal mache, ich werde das sicherlich auch noch mal machen, um zu gucken, ob ich eventuell andere Reaktionen kriege als jetzt. Ich weiß ja noch gar nicht, was kommt. Was mich noch interessieren würde bei euch als Publikum, gibt es Elektrofahrzeuge, wo ihr sagt, das bitte auch mal machen. Ihr müsst mal bei mir reinschauen, bei die Autotester, da gibt es eine Rubrik, das sind 100 Kilometer Testfahrten. Die mache ich mit all meinen Testwagen eigentlich, die ich nach Hause bekomme, beziehungsweise ins Büro bekomme. Das ist so eine standardisierte Geschichte und da würde ich auch gerne mehr mit Elektrofahrzeugen machen. Das wird dieses Jahr automatisch mehr.
Mich würde aber interessieren, gibt es bestimmte Autos, wo ihr einfach sagt, Mensch, versuch den doch mal zu kriegen, sag mir doch mal, wie läuft der? Ich bin gerade an einem Tesla Model 3 dran, ich weiß nicht, ob das klappt, ich habe da noch keine Antwort bekommen, weil zu Tesla habe ich einfach keinen Kontakt. Ich werde definitiv einen Mercedes EQC dieses Jahr noch testen, den werde ich auf jeden Fall bestellen. Im Moment durch die Corona-Krise ein bisschen schwierig, aber wir werden auch noch andere Fahrzeuge, es kommt der Mi Electric definitiv nochmal dazu, den wir auch mit so einem Format ausprobieren werden. Und da bitte einfach mal Bescheid geben, wenn ihr irgendwas habt und sagt, Mensch, dieses Auto würde mich ganz speziell interessieren, dann sagt Bescheid, dann gucke ich, ob ich das kriegen kann. Dann haben wir wieder einen Grund für so einen 100-Kilometer-Test. Gilt nicht nur für Elektrofahrzeuge. Nach wie vor auch, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe hier einen Verbrenner, den möchte ich einfach gerne mal sehen, wie der sich auf so einer Strecke macht. Was schluckt er denn wirklich? Sagt Bescheid, kein Ding, haben wir alles schon gemacht. Gerade erst aktuell der Mazda, den wir ja vorgestellt haben mit dem 100-Kilometer-Fahren, der CX-30. Auch das war der Skyactiv X, war ein ganz spezieller Wunsch. Ich habe das Auto besorgt, hat ein bisschen gedauert, bis er da war, aber jetzt Auto ist getestet, ist vorgestellt und die Reaktionen waren entsprechend positiv. Also da bitte gerne Bescheid geben, wo bei euch der Schuh drückt, was würdet ihr gerne sehen. Und für dieses Format hier mit dem Thema Nachladen, tut mir bitte einfach den Gefallen und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das gut oder schlecht findet und vor allen Dingen, was ihr gut oder schlecht findet. Wie sollte das aussehen? Was soll, wovon mehr, wovon weniger, was gar nicht? Außer mich. Mich abzubestellen funktioniert da nicht. Würde ich auch persönlich nehmen, aber anderes Thema. Ganz im Ernst, einfach mal ruhig mal raushauen und sagen, Mensch Lars, das kannst du dir sparen, das finde ich gut, davon gerne mehr. Vielleicht machen wir auch jedes Mal eine Verlosung. Wer weiß das schon? Keine Ahnung. Vielleicht muss ich ja jedes Mal was einkaufen. Wahrscheinlich. Nur, dass ihr wisst, also ich würde sowas gerne immer mal wieder machen. Im Sommer wird es wahrscheinlich ein bisschen fies, wenn es richtig warm wird. Aber gut, auch da beiße ich mich dann durch. Bis dahin haben vielleicht die Restaurants auch wieder normal auf und ich muss nicht zu Fuß zu McDonald's laufen. Was aber auch ehrlich gesagt eine Erfahrung war. So, aber jetzt nichts, mal Spaß beiseite. Ganz im Ernst, gerne mehr Informationen dazu, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt. Und ich bin sehr gespannt auf die Reaktion. Jetzt haben wir übrigens noch 17 Minuten und sind bei 96%. Ich muss nur noch 4% aushalten. Das schaffen wir auch noch. Ich finde ja übrigens so ein 10 Zoll Display in so einem Auto wie dem hier, das hat schon was. Also das sieht wirklich nach was aus. Das ist tatsächlich groß für so ein kleines Auto. Es wirkt in großen Autos schon klasse, aber in so einem kleinen nochmal umso mehr. Und ich finde, wie Kia das hier eingebaut hat mit diesem Kreis drumherum, finde ich noch mal schärfer. Das ist einfach nur, ja, das ist so das zentrale Element in diesem Auto. Und wenn man elektrisch unterwegs ist, dann ist eben da die elektrischen Informationen drauf liegen, da auch das Augenmerk drauf. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Macht einfach Sinn. Macht wirklich Sinn. Ich kann hier übrigens auch sagen, wie weit soll der Akku eigentlich geladen werden? Das heißt, ich könnte ihm zum Beispiel vor dem Start schon sagen, hör bitte bei 80% auf, denn dann würde ich eine Meldung kriegen, Akku ist voll, um einfach das Ganze zu beschleunigen, um eben nicht an den letzten Prozentchen so viel Zeit zu verlieren. So, das war's. Auto ist vollgeladen. 1:39, sagt mir meine App hier, haben wir gebraucht dafür. Und naja, jetzt ist der Akku voll. Angezeigte Reichweite 363 Kilometer. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn am Schluss ein bisschen getreten, das habe ich ja erzählt, um den Akku leer zu kriegen. Von daher ist er mir vielleicht ein bisschen krumm genommen, aber ganz im Ernst, die Zeit ist rumgegangen. Ich habe es überlebt. Ich habe eine neue Erfahrung bei einem Fastfood-Restaurant im Bereich des Drive-In gemacht mit einem Walk-In. Und ja, mache wahrscheinlich meine Frau gleich soweit glücklich, dass sie das kriegt, was sie bestellt hat. Wie gesagt, es geht immer noch herauszufinden, was das ist. So, Auto ist vollgeladen. Jetzt kann ich das Fahren mit dem eSoul endlich wieder genießen. Euch erstmal lieben Dank fürs Zuschauen und die Geduld beim Zuschauen. Ich hoffe, euch hat gefallen, wie ich mir die Zeit vertrieben habe. Und immer schön dran denken, das Gewinnspiel geht weiter. Wer herausfindet, was ich meiner Frau mitgebracht habe, gewinnt eine Überraschung. Mich würde wirklich interessieren, ob euch sowas gefällt, ob ihr das öfter sehen wollt. Falls ja oder auch nein, schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, bitte gerne ein Like da lassen. Über ein Abo freue ich mich natürlich. Und nicht vergessen, wenn ihr mehr davon sehen wollt, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keines meiner Videos.